Servus zum neuen Video. Heute ist der große Tag. Wir bauen unser Digitalarium endlich fertig. Wie ihr seht, alles was da steht, wird verbaut. Aber wir nehmen euch mit und viel Spaß beim Zuschauen. Also, wir starten jetzt im Einrichten. Zu dem Stein verlinke ich euch das Video. Könnt ihr euch anschauen, wie wir das Ganze eingebaut haben. Dann zum Schluss. Anfangen tun wir jetzt erstmal mit dem Bodensubstrat. Das füllen wir jetzt noch ein bisschen auf. Weil wir dann noch eine Pflanze einbauen, dass das auch ein bisschen nach was ausschaut. Weiter geht's jetzt mit unserem Gestrüpp. Und zwar kommt bei uns eine echte Pflanze rein. Weil den Brunnen hätte ich gern davor, damit man dann auch feiner hinkommt, um das Ganze wieder zum Putzen und zum Reinigen. Als nächstes nehmen wir unseren dreidimensionalen Baum, biegen uns den so zurecht. Meine Idee ist, ich wollte eine Verbindung zwischen dem Dickibrunnen und unserem Felsen irgendwie herstellen, damit der da rüberklettern kann. Und jetzt kommt das zum Einsatz. Wie ihr seht, habt ihr jetzt eine coole Liane. Natürlich schaut sie auch sehr natürlich aus, weil es nicht sehr regelmäßig gebogen ist. Und jetzt geht's weiter. Mit unserer schönen Lampe. Jetzt gehen wir weiter zur Lampe. Und zwar mache ich das Ganze da zuerst mal weg, dass ich nur die Halterung selber habe. Weil mit der Halterung kann ich mich da oben perfekt orientieren, damit ich da bündig und gerade bin. Aber als erstes werden wir jetzt putzen. Damit die Klebestellen vom doppelseitigen Klebeband auch halten. Wir haben uns bewusst diesen Platz ausgesucht, weil wir unseren Dickibrunnen als Sonnenplatz nutzen möchten oder dass er es nutzen kann. Das heißt, als erstes ziehen wir die Trägerfolien ab und dann orientiere ich mich da in der Mitte, weil ich kann ja oben das Ganze noch wieder verstellen. Da oben habe ich eine perfekte Kante zum Anhalten. Und dann gut andrücken. Und jetzt kann ich die Lampe perfekt oben einhängen.
Ich zeige euch jetzt das. Normalerweise sollte die Wärme jetzt genau auf unseren Tiki strahlen. In das Terrarium kommt unsere chinesische Bergame, die gerade im großen Terrarium ist. Kommt jetzt da rein, weil in das Neue was Neues kommt. Aber da nehmen wir euch glaube ich auch mit. Aber das ist ein anderes Thema. Soweit ist jetzt fertig. Aber ich zeige euch jetzt die ganzen Bilder und Videos im Detail und wünsche euch viel Spaß damit. Wie ihr seht, unser Tiki Terrarium ist für uns fertig. Wir haben jetzt alles, was für uns in einem Terrarium wichtig ist, verbaut. Das heißt, eine Wasserstelle mit einem Brunnen, eine Erhöhung, eine zweite Erhöhung noch weiter oben, Klettermöglichkeiten, eine Höhle unten, dass er sich wohlfühlt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen mit Einrichten und so weiter. Wir geben uns da immer sehr viel Mühe. Aber erzählt mal, was für ein Stil habt ihr euer Terrarium immer so eingerichtet? Das Video vom Terrarium selber verlinke ich euch hinten. Den Rest werdet ihr unten in die Beschreibungen finden, wie immer. Ja, das war's schon. Abonnieren, teilen, bis zum nächsten Mal.